Willkommen in Borstens Beet. Es ist ein ganz toller, sonniger Oktober-Samstag und wir wollen heute hier den Großteil der restlichen Pflanzen rausnehmen. Da wird wahrscheinlich kein Ertrag dabei sein, aber zumindest kann ich dann schon mal alles rausnehmen und den Großteil der zweiten Hälfte des Beetes noch umgraben. Daneben möchte ich heute ein neues Mitglied hier in der Gartenfamilie präsentieren. Ich war heute Morgen beim Rehner und habe mir hier eine Schubkarre endlich gekauft, die ich ja demnächst auch brauchen werde, wenn wir von hier dem dem normalen Beet über das Hochbeet da hinten und dann irgendwann hier in die Ecke soll ja noch das Gewächshaus hin, alles hin und her irgendwas transportieren muss. Da ist es ganz hilfreich, wenn ich die Schubkarre habe. Bevor die Arbeit am Beet losgeht, ein kurzer Blick hier in das Hochbeet. Da ist nicht mehr viel zu sehen. In der Mitte sind noch die Karotten und da hinten dran ist der Grünschnitt vom letzten Rasenmähen. Und den Rasen werde ich heute auch nochmal mähen. Da werden wir hier alles füllen und einmal ordentlich umbuddeln, während wir die Karotten noch in Ruhe lassen. So sieht nun der gemähte und vertikutierte Rasen aus. Das heißt, die erste Aufgabe ist schon mal erledigt. Den ganzen Grünschnitt habe ich hier in das Hochbeet schon mal oben drauf gepackt. Da sind jetzt die beiden Enden vorne und hinten sind jetzt voll mit Grünschnitt vom Rasen. Und in der Mitte habe ich die Karotten weiterhin freigelassen. Und jetzt machen wir uns hier an die Aufgabe ans Beet. Hier ist übrigens auch noch ein bisschen was vom Grünschnitt. War ganz schön viel heute. So, der innere Schweinehund hat zwar schon mehrfach gesagt, hör auf, hock dich auf die Couch. Aber der Ehrgeiz sagt, hier, wir müssen weitermachen. Und jetzt werden wir die ganzen Pflanzen, bis auf die Kräuter, die beiden Thymian und Schnittlauch, die werde ich drin lassen, aber den Rest werde ich rausholen. Und dann schauen wir mal, ob da noch irgendwas zu verwerten ist. So, ich bin zwar nicht ganz fertig geworden, aber die Kraft lässt langsam nach. Deswegen sollte das für heute reichen. Wir haben einmal umgegraben. Ich werde noch diesen Haufen Grünschnitt ein bisschen verteilen. Und dann war es das für heute. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.